Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der Map Modern, Größe 8x1. Das hat mir beim letzten Mal, muss ich sagen, doch ziemlich viel Spaß gemacht. Obwohl ich 8x1 Maps eigentlich nicht so gerne spiele, weil du halt immer so viel Stress siehst. Aber es hat Bock gemacht. Also spiel's nochmal. Wir sind wieder in Team Schwarz, so wie letztes Mal. Und es ist mal wieder Miete der Facecam, Leute. Ich bin zwar irgendwie total komisch belichtet, das ist auch der Grund, warum so wenig mit Facecam kommt in letzter Zeit, weil es einfach so krass dunkel ist und meine Belichtung halt total scheiße ist. Ich habe aber jetzt für dieses Video gedacht, mach's mal wieder mit Facecam, hast du selber Bock drauf und ja, keine Ahnung. Ich meine, ich wollte euch noch so mal kurz die Bestätigung geben, wann das morgen halt anfängt und was das alles okay ist und so. Und das mache ich jetzt. Also, morgen ist ja der 28.11. Morgen ist der Community-Abend und Leute, es klappt alles so wie geplant. Also, TS-Server steht und auch sonst ist alles gut am Start. Ich hoffe, morgen klappt dann auch alles perfekt mit dem Stream und so. Ich weiß nicht, ob der jetzt zu uns will, der Süße. Was soll er gerne versuchen? Denn wir haben ein Dreierschwert und die sogenannte Chestplate of Death. Die ist gefährlich, weil die macht tot. So, dann brauchen wir hier noch ein bisschen schwarze Lederrüstung. Da achte ich auch ganz besonders drauf, weil die ist wichtig tatsächlich. Die kann man gut gebrauchen. Warum ist der denn gestorben? Alter, voll dumm. Der war so gut wie da. Hätte das erste Gold sich gesnackt. Alles. Also ich will jetzt direkt am Anfang kein Beef mit dem. Weil dann kann ich mir sowieso nichts mehr vom Gold holen. Obwohl, eigentlich könnte ich den direkt ausschalten, oder? Wow, Torben. Mann, darauf hätte ich eher kommen sollen. Ich bin halt noch nicht so der 8x1-Experte, Leute. Muss ich dazu sagen, natürlich. Okay, jetzt will er. Jetzt will er es wissen. Das heißt, wir machen doch mal wieder rückgängig hier den Weg. Lass uns erstmal noch in Frieden zusammenleben, okay? Eine gute Nachbarschaft führen. Erstmal hier ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen, sage ich mal. So. Aber vielleicht gehe ich jetzt auch einfach ganz schnell zu dir. Haha. Dann sage ich trollololololol. Boom. Oh, jetzt geht er zu mir. Ich sehe es schon kommen, liebe Leute. Aber theoretisch, wenn ich klug wäre, könnte ich mir hier. Ich weiß noch nicht, ob er auf dem Weg zu mir ist. Warpowder. Bam. Jetzt ist er auf dem Weg zu mir. Eins. Guck mal, wer hier ist. Hallo. Hallo, Süßer. Geh weg, geh ja weg von meinem Bett. Ich sagte, geh weg von meinem Bett. Danke. Boah. Alter, ich hoffe, ich habe nicht übersteuert. In der Facecam sah ich locker wieder richtig krass aus, weil ich richtig krass darauf abgegangen bin. Aber wir haben es so hingekriegt wie geplant. Okay, nice. Boah. Bin ich froh, dass er nicht mein Bett abgebaut hat. Und bin ich froh, dass er uns nicht runtergestupst hat. Mit seinem kleinen Stupserstab da. So. Machen wir das erstmal so, dass man es nicht direkt abgebaut bekommt. Das wäre doch schon mal ein riesiger Vorteil. Meine Damen und Herren. Zack. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Ja, gut. Dann noch ein bisschen so. Hier kann man eigentlich noch so Kisten hinmachen. Ist dann aber auch schon ziemlich luxuriös, wenn man das macht. Moment, er hat einen Bow. Er hat auch einen Bau, alles klar. Das heißt, ich komme schon mal nicht in die Mitte. Also, vielleicht sparen wir doch auf Kisten. Hm? Ist ja vielleicht ganz luxuriös. Oh. Dann machen wir mal die Bett-Einbau-Taktik, als ob mir eine Kiste fehlt. Nein, tut es natürlich nicht. Ja, siehst du, da ist sie. Prima. Ja, sieht doch schick aus, würde ich mal behaupten. So kann man noch anfangen zu arbeiten. Okay, er hat den Bow in the middle. Okay, ich versuche mich jetzt an ihn ranzupirschen. Weil ich bin da auch echt ein guter.
Also, ich würde schon fast behaupten, dass ich da ein Profi bin. Er hat mich entdeckt. Wie konnte er nur? Ich habe mich doch an ihn herangepirscht. Fuck! Alter, als ob er mich einfach des Todes gekombot hat. Ich dachte, ich wäre auf ihn vorbereitet. Aber ich war es nicht. Mann, da hatte ich die Chance, die Mitte einzunehmen. Und ich hab's einfach nicht getan. Bam, bam. Als ob jetzt jeder einen Bogen hat, außer ich, das ist wieder so bitter, ne? Also, wie gesagt, Leute, Community am Morgen findet wie geplant statt. Die ganzen IPs sind noch dieselben und so. Das ist prima, Leute. Das ist prima. I really like it. Oh, Mann. Ich dachte schon, er kriegt es nicht hin, mich abzuballern. Aber als ob das jetzt die ganze Zeit so läuft. Ich will auch einen Bogen. Ich will da auch mitmischen. Das ist echt ein bisschen... Das macht mich traurig. Er will zu meiner Gegnerbase. Ich bezeichne es einfach mal als meine Gegnerbase. Aber da will ich jetzt rüber und mir das ganze Eisen holen. Wenn ich ehrlich bin. Och, Junge, ich will doch gar nicht in die Mitte. Lass mich doch. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Boah, es nervt. Es nervt halt echt. Ich will ja gar nichts von ihm. Ich habe ja noch nicht mal irgendwas. Ich will mich nur mit dem anderen Typen da bekriegen. Ich hab nichts, Kollege. Ich hab nichts. Och, Junge, ich raste aus. Der macht mich so fertig. Er sieht, dass ich in die andere Richtung springen will. Ich will doch einfach nur Stress mit dem anderen Typen. Bitte verpiss dich doch in irgendein Loch, wo du herkommst. Ach, und ihn lässt er, alles klar. Dankeschön. Du bist freundlich. Ja, jetzt komm, schieß mich wieder ab. Ja, tu es. Weil du eh nichts Besseres zu tun hast, ne? Nice, komm, schieß mich immer noch ab, bitte. Der verfickte Hurensohn, jetzt hat er... Also, nicht der Grüne hier. Oh, er checkt's einfach nicht. Nö, das nehme ich mir da mal mit. Tut mir leid, aber so ist es. So ist das Leben und da habe ich dich verarscht. Ich dachte mir dann einfach irgendwann mal, ja, ist doch eigentlich eine ganz gute Option. Fuck, der ist bei meinem Zuhause. Merke ich gerade. Der ist pretty not so good. Fuck. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. That's not true. Och man, Leute. Das war es nicht wert, glaube ich. Puh. Fuck. Ich dachte mir, holst du das ganze Eisen, machst dir ein schönes Life damit. Nee. Lass mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit für irgendwelche Strapazen hier. Okay, dann muss ich jetzt halt im Kreis rumgehen, ne? So wie ihr das sowieso feiert, glaube ich. Wenn man da so viel Action reinpackt. Also ich weiß nicht, bisher gefällt mir dieses Video irgendwie nicht so. Mal gucken, ob ich das nehme. Es ist einfach nicht so unterhaltsam, würde ich mal behaupten. Vom Unterhaltungswert erfüllt es nicht meinen Anspruch. Moment, woher kommt der denn? Von da hinten, ne? Hier ist gar kein Bit mehr. Alles klar. Dann ziehen wir mal weiter unsere Runde. Er wirft einfach 10 Milliarden Eisen auf den Weg. Aber er rechnet nicht mit mir. Du Armer. So. Okay, erstmal gucken. Hast du hier in irgendeine Kiste was Tolles gepackt? Nee, hast du nicht. Bitter. Hä? Okay. Moment, jetzt komm. Danke. Machen wir wieder die gute alte Torben-Taktik hier. Das heißt, Torben-Taktik ist ja nicht die Torben-Taktik, ist halt nur die gute alte Torben-Bett-Abbau-Taktik. Ich glaube, hier müsste der Spawn sein. Ja. Er rennt schon von alleine runter. Danke. Das ist großzügig. Weiß ich zu schätzen. Wird auch in deinen Bericht geschrieben. In meinen Bericht natürlich. Du wirst das nämlich nicht überleben. So, Momentchen. Hi! Na, was geht so? Hm?
Kennst du das Gefühl? Kennst du diesen Hans Entertainment-Moment? Wenn du einfach mal wieder aus deinen Spinnennetzen raus willst, aber es einfach nicht schaffst, Oh nein! Also, man kann jetzt sagen, dass ich ein bisschen Scheiße gebaut habe. Muss man nicht sagen. Aber wenn man es sagt, hat man schon einen guten Grund dazu. Geh doch mal weg. Geh doch mal weg. Wow, was war das denn für ein Versuch, Torben, ey? War jetzt nicht so stylisch wie sonst, würde ich mal behaupten. So, und jetzt machen wir uns mal an das Bett hier ran. Irgendwann ist ja auch mal Schluss, ne? Wir können jetzt sicher sein, dass der da erstmal nicht rauskommt. Zack. Lol, ich glaube, er hat mich gerade getrollt. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich falle immer in meine eigenen Spinnennetze rein. Es ist so traurig. Geh weg. Oh, gut. Er hat einen Block. Hä, wie kommt man denn hier in den Raum? Keine Ahnung. Ach, ich bin so ein Idiot, ne? Mann, ich habe ihn doch eben selbst zugebaut. Der hat doch hier die beiden Eingänge, der Raum. Nee. Und dann hat er hier das Bett. Und dann kann man doch hier die Spinnnetze wieder kaputt machen und ihn boxen. Okay, das wäre geschafft. So. Let's go on. Zu dem roten Dude. Ich denke, der hat nichts Besonderes, deswegen machen wir es einfach mal straight und ohne Kompromiss einfach rüber. Der Orangene wird noch viel haben. Der wird meine größte Gefahr sein. Ist er gerade in der Mitte? Nee, ne? Nee. Der Boy ist nicht in der Mitte. Ich gehe jetzt zu dem. Also in die Mitte. Nicht zu dem Orangen. Vielleicht wird die Runde ja doch noch ganz nice, wenn ich sie einfach gut abschließe. Weil jetzt haben wir immerhin dann schon mal zwei Betten zerstört und zwei Typen gekillt. Aber ich weiß es noch nicht so ganz genau. Insgesamt gefällt es mir halt einfach noch nicht so sehr. So. Ne, der Dude ist nicht in der Mitte. Das ist natürlich ein großer Vorteil für den Torben. Und er ist gestorben. Oh mein Gott, wenn der seine ganzen Sachen dabei hat, das wäre so witzig. Ach, das ist schön. Das ist schön. Er hat wieder gar nichts. Torben farmt sich jetzt ein paar Dings. Ein paar Dings, ein paar Dings. Lol, als ob der keine Kiste hat mit Goldsachen. Das ist ja mal so funny. Aber ich kann es halt nicht drauf ankommen lassen, da irgendwie in den Zweikampf zu gehen. Wenn ich sehe, dass er kommt, dann mache ich mich wieder auf den Weg. Okay, die betteln sich. Okay, easy. Lol, ich lasse sie jetzt einfach betteln, ne? Wo ist er? Can't see him. Na, ist er da? Ah, okay, der hat das Bett von dem. Okay, dann wird's jetzt ernst, Leute. I need a bow. Okay, das wird jetzt fucking ernst. Ich darf ihn halt eigentlich auch nicht an Gold kommen lassen. Aber ohne Bogen in der Mitte ist immer so eine Sache. Fuck, was tue ich? Warum habe ich mir den besten Bogen gekauft, anstatt einem Eisenschwert unten und einem normalen Bow? Ob mir das jetzt so viel bringen wird, das bezweifle ich stark. Na komm, mein Bogen drückt dir. Ich weiß, dass er das tut. Dann nutzen wir mal den Höhenvorteil eines Bogens. Ich will halt nicht, dass er mir gleich unter meinen Füßen die Steine abbaut. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Wie mache ich das denn jetzt? Wow. Du sammelst nicht das ganze Gold ein, du stirbst vorher. Komm, noch ein Hit. Ein Bow-Hit. Ein Bow-Hit. Warum gehe ich nicht drauf?
Ey, ich bin so inkompetent gerade. Okay, nice, hab ihn. Chillig. Sammeln wir das hier nochmal ein. Okay, er hat keinen Bau mehr. Boah, lol, ich guck gerade. Ich hab immer Angst, dass ich, wenn ich mit Facecam spiele, so behindert gucke. Okay, er macht das nicht schlecht. Aber er sollte keine Chance haben, eigentlich. Er sollte keine Chance haben. So, hier machen wir erstmal die ultimative Abwehrfalle des Todes. So, da sollte er nicht mehr vorbeikommen, so leicht. Und wir bewegen uns dann mal auf höheren Ebenen zu ihm. Wenn er jetzt den Bogen auspacken würde, das wäre so ein Troll. Also er hat da schon eine Kiste mit Sachen drin, habe ich gesehen. Er sollte keinen Bow haben, das glaube ich einfach nicht. Ist der denn gerade auch schon mitgenommen, ne? So, der wird jetzt easy get wrecked. 2 Cobwebs habe ich noch. Die werde ich auch einsetzen. Okay, jetzt steht er da irgendwo drunter. Ich darf mich halt nicht wegkombon lassen von ihm. Okay, nice. Der Spawnpoint war der? Welcher? Ah, der. Okay, da. Okay, jetzt wird er runtergekickt. Wann kriegt er denn mal Knockback hier? Er kriegt einfach kein Knockback. Get. Fuck him. Ja, that's what I'm talking about. Das reicht eigentlich schon, oder? Wenn man das jetzt hier überall schön zupflastert. Zack. Zack. So, und jetzt sollte ich es eigentlich hier, das ist natürlich doof. So, jetzt sollte ich das eigentlich auch gut schaffen können. Ach, er hat einfach gar nichts eingebaut. Wow. GG. Das war doch eine schöne Runde doch noch am Ende. 17 Minuten lang. Wieder eine schöne 8x1 Runde. Wieder First Try. Alles klar. Bad Game. Ihr hört's, Leute. Wir haben zwar die ganze Runde ohne Bett gerissen, aber noobig wie noch nie, muss ich schon sagen, stimmt. Ich hoffe, euch hat's gefallen, Leute. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da. Und abonniert, falls ihr Bock habt, um nichts zu verpassen. Also morgen um 18 Uhr Community-Abend, Leute. Ihr wisst Bescheid. Zieht euch einen Livestream rein oder seid einfach direkt mit dabei, was viel cooler wäre. Fragt eure Freunde, ob die auch Bock haben. Wir wollen mit möglichst vielen von euch zocken. Leute, wir sehen uns morgen, wir hören uns morgen, whatever. Bis morgen, haut rein und ciao.